du anfangen? Ja, genau. Herr Gockel, kurz geschildert, was ist heute Nachmittag hier passiert? Ja, in den schweren Nachmittagsstunden, in den späten Nachmittagsstunden hat sich eine Detonation ereignet in der Firma Schill und Seilacher hier in Neuendorf. In der Folge hat es dann einen Brand gegeben und wir gehen im Moment davon aus, dass es sich jetzt um 4 Verletzte handelt und ein Toter zu beklagen ist. Wenn man sich hier vor Ort umsieht, was für ein Bild bietet sich Ihnen? Also im Moment, einige Teile der Firma haben sich im Umfeld zerstreut durch die Detonation und da ist jetzt im Prinzip, sind die Rettungskräfte vor Ort und koordinieren den Einsatz. Kann man schon etwas zur Ursache der Detonation sagen? Die Ermittlungen laufen dazu noch, da können wir im Moment noch keine Aussage dazu treffen. Hier im Umfeld wurden Häuser evakuiert, in welchem Umfang und warum? Gemeinsam mit den Rettungskräften haben wir eine Evakuierung vorgenommen, und zwar 100 Meter in Windrichtung. Das heißt, die Anwohner, die sich da in den entsprechenden Häusern befunden haben, die sind von der Polizei aufgefordert worden, ihre Sachen mitzunehmen und sind dann in eine Turnhalle auf dem Pirnaer Sonnenstein verbracht worden, wo sie dann im Prinzip jetzt die nächsten Stunden verbringen werden, betreut von anderen Rettungskräften. Wie viele Personen haben sich im Werk befunden zum Zeitpunkt der Detonation und wie geht es denen? Zum Zeitpunkt der Detonation haben sich ca. 30 Personen im Werk befunden und ja, wie es den Menschen geht, dazu können wir im Moment noch keine Aussage machen. Die Anwohner, wo werden die jetzt untergebracht? Die Anwohner sind jetzt alle auf die Turnhalle auf dem Sonnenstein verbracht worden, wo im Prinzip Rettungskräfte bereitstehen und im Prinzip sich um die Verpflegung und um den Aufenthalt kümmern. Wie schwer war die?